Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Große Blowouts passieren ja zum Glück nur noch sehr, sehr selten. Der letzte ganz große passierte im Golf von Mexiko im Jahr 2010, also schon vor 10 Jahren. Damals sind 11 Leute umgekommen und es ist eine immense Menge Öl ins Meer gelaufen. Und ganz besonders problematisch ist, dass so eine Bohrinsel, nachdem sie explodiert ist, meistens auch noch untergeht und dann bleibt auf dem Meeresgrund in vielleicht 1500 Metern Tiefe ein Loch übrig, was dann unaufhörlich Öl ins Meer aussprudelt. Viele Leute denken, dass man dann ja vielleicht irgendwie am Meeresboden diese Bohrung verschließen kann, zukneifen wie eine Tube oder irgend sowas. Aber das funktioniert alles nicht, denn wenn man die Bohrung an der Oberfläche verschließt, dann hat sie ständig Druck und stellt eine dauernde Gefahr für die Umwelt dar. Wenn man so einen Blowout nachhaltig verschließen möchte, muss man versuchen, die havarierte Bohrung tief im Untergrund anzubohren. Dazu holt man sich Bohrinseln ran, nur lieber 2 als eine, damit die Aussicht auf Erfolg größer ist. Und dann versucht man tatsächlich kilometertief zu bohren und diese kleine Bohrung im Untergrund zu treffen. Das ist gar nicht so einfach. Man kann sich das gut an diesem Bild hier vorstellen. Wenn man sich mal vorstellt, dass man in einem Flugzeug in 6,5 Kilometern Höhe fliegt, dann entspricht so eine Entlastungsbohrung ungefähr der Aufgabe, aus dieser Höhe in einem bestimmten Haus das Fallrohr der Dachrinne zu treffen. Das ist natürlich sehr kompliziert, aber die Tiefbohrer kriegen das tatsächlich hin. Und wenn man mit so einer Entlastungsbohrung die havarierte Bohrung trifft, dann füllt man die Entlastungsbohrung vorher schon mit reichlich ganz schwerer Bohrspülung, Totpumpspülung nennen wir das. Und sobald man den Kontakt zur havarierten Bohrung hergestellt hat, pumpt man so viel wie möglich dieser schweren Spülung in die havarierte Bohrung. Und dort wird immer mehr von dieser Spülung mit nach oben gerissen und bildet einen schweren flüssigen Pfropfen. Und wenn genug schwere Spülung in der Bohrung ist, schafft das Öl es nicht mehr von unten gegen diese schwere Spülung anzudrücken und oben geht der Blowout aus. Wir haben das mal in einem kleinen Experiment nachgestellt. Wir haben auf der einen Seite rechts die havarierte Bohrung nachgebaut aus Schläuchen und unsere Blowout-Flüssigkeit ist roter Kirschsaft. Und wenn wir oben in den Becher Kirschsaft reingießen, dann kommt am anderen Ende die Flüssigkeit wieder raus. Das ist unser Blowout. Und auf der anderen Seite haben wir einen Becher mit schwerem Bananensaft installiert und man sieht deutlich diese Entlastungsbohrung, die jetzt noch durch das Ventil geschlossen ist. Und jetzt bringen wir den Blowout in Gang, indem wir den roten Saft in das System eingießen. Man sieht es deutlich in der Schale tropfen und wir öffnen das Ventil, damit der schwere Bananensaft durch die Entlastungsbohrung in das System fließen kann. Und hier sehen wir sehr deutlich, wie immer mehr von dem Bananensaft in der havarierten Bohrung nach oben steigt und wie es unten in der Schale immer weniger tropft. Und so kriegen wir den Blowout schließlich zum Stillstand. Tja, man sieht, die Tiefbohrer sind zu ganz erstaunlichen Leistungen fähig. Das kann man in so kurzer Zeit gar nicht richtig erklären. Aber wer sich dafür richtig interessiert, der kommt in unsere Vorlesung Tiefbohrtechnik 1 hier in Freiberg. Wir freuen uns auf euch. Glück auf!